Wer küsst ihn, wacht den DAX. Tatsächlich ist er in den letzten Stunden sehr mühsam unterwegs. Wir können sagen, dass diese Woche einigermaßen überschaubar war. 14. April, 15. April. Seitdem sind wir in etwa hier in dieser Range. Und wirklich bewegt ist da gar nichts mehr, außer dass man Zeit totschlägt. Offensichtlich traut man sich nicht mehr so richtig nach oben. Und tatsächlich auch viele Gespräche, die ich geführt habe mit institutionellen Händlern und Vermögensverwaltern, die sagen alle, also eigentlich nach oben, ich weiß es nicht so richtig. Aber nach unten, muss man ganz klar sagen, will es eben auch noch nicht gehen. Ein bewachter Reispott kocht nie, so sagt man in Asien. Und tatsächlich ist das offensichtlich ebenfalls hier. Denn es passiert weder hoch noch runter. Ob vor dem Wochenende jetzt noch wirklich der Ausbruch passiert, das ist wahrlich fraglich. Im Gegenteil, ich würde eher sogar sagen, so richtig lehnt sich da keiner mehr aus dem Fenster. Denn wer will jetzt noch einkaufen und den Preis nach oben treiben, jetzt wo es doch so wirklich mühsam ist und damit das Risiko übers Wochenende halten? Na, ich bin davon noch nicht so sehr überzeugt. Da würde ich eher von Gewinnmitnahmen ausgehen, dass wenn heute Nachmittag irgendwie was Blödes nochmal auftritt, dass sogar der Kurs sogar nochmal nach unten geht. Aber im Moment gibt es keinerlei Einzeichen dafür. Der Markt immer ja noch latent nach oben. Gucken wir mal über den großen Teich, der Dow Jones. Ja, nicht ganz so schlecht unterwegs, wenn man hier so mal die letzten Stunden anguckt. Zumindest mal die Oberseite, ja, nochmal ganz okay. Allerdings auch hier muss man sagen, so richtig der Burner ist, sind beide Seiten hier offensichtlich aktuell nicht. Also eher ein Totschlagen der Zeit. Gucken wir nochmal auf Crude Oil, ebenfalls jetzt nicht wirklich aus diesem, sagen wir mal, Spannungsfeld hier unter der 20er-Marke rausgekommen. Allerdings zumindest mal einigermaßen erholt. Also die Tendenz hier nach oben zu streben ist offensichtlich immer noch da. Der Markt scheint also die Aufwärtsseite doch nochmal wieder ins Kalkül zu ziehen. Und dementsprechend vielleicht die Chancen, dass wir uns zumindest mal ein wenig jetzt von diesen tiefen Tiefs hier um die Nulllinie bzw. negativ, ja, wenn man gegebenenfalls noch Kosten damit reinrechnet, hier, dass wir uns davon zumindest mal wieder distanzieren. Das scheint sich ja jetzt so einigermaßen durchzusetzen. Ob das allerdings wirklich motiviert für weiter steigende Kurse, also deutlich hier über diese Niveaus hinaus, das werden wir sehen. Auch ich warte hier immer noch darauf, dass der Markt nochmal einen Rücksetzer macht, der dann allerdings durch sein korrektives Verhalten, wenn dem so wäre, zeigen würde, dass man hier auf die Long-Seite wieder aufspringen kann. Anders kann man es blöderweise eigentlich gar nicht sagen. Was soll man denn tun in dieser Situation? Ja, kurzzeitig aufspringen, wenn der Markt hier mal einen Rücksetzer macht. Für mich allerdings hier zu viel Kuddelmuddel, um hier jetzt tatsächlich da aktiv zu werden. Hier vorne hatten wir ja schon mal die Diskussion, so ein klassisches 1, 2, 3, 4, 5, wackelig runter, zwischenhoch. Das ist aber schon Geschichte. Wir müssen jetzt gucken, dass wir sowas Ähnliches hier hinten nochmal bekommen. Also nochmal der Blick drauf, 1, 2, 3, 4, 5, dann wackelig runter mit Kursüberschneidung hier auf der Abwärtsseite. Letztes hoch getriggert, sowas wäre ein Einstieg. Ja bitte, dann macht das doch hier auch nochmal. Vorsichtig, das ist Minutenhandel, das ist jetzt für die ganz kurzen. Aber das Prinzip kann natürlich auch auf den größeren Zeitpunkten immer wieder auftreten. So, also in diesem Sinne, so richtig was sagen, was will man jetzt machen vor dem Wochenende? Kurzzeitig mit Sicherheit nochmal spannende Situationen, die möglich sind, wenn der Markt sich nochmal für die eine oder andere Richtung für mal ein paar Minuten oder für mal ein, zwei Stunden entscheidet. Wir warten dann auf korrektive Rücksetzer, um dann nochmal einzusteigen, um dann diese Bewegungsrichtung nochmal mit aufzugreifen. Das wäre zumindest mal da der Klassiker, sich darauf, sagen wir mal, ein bisschen zu berufen. Aber ob der Markt es macht, ja, das steht in den Sternen. Ich kann es leider auch nicht vorher bestimmen, denn das müssen die Marktteilnehmer dann entscheiden. Es klingt doof, ja, warum lehnt er sich nicht aus dem Fenster, dann sagt doch mal irgendwie was. Ja, aber so ist das Leben als Händler. Man ist eben immer auf dem Sprung, man wartet darauf, dass es passiert. Und wenn es passiert, jawohl, dann sollte man dabei sein. Und wenn es nicht passiert, dann bitte auch die Finger davon lassen und nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt trotzdem mal. Denn eins lehrt uns die Geschichte, ach komm, Trades, ach komm, ich versuch's mal. Nein, das ist meistens nicht sinnvoll. In diesem Sinne wünsche ich allen ein wunderschönes Wochenende. Vorher noch ein paar coole Trades, wenn es denn möglich ist. Und ansonsten ab nächste Woche geht's weiter. Und dann mit der Erwartungshaltung, dass wir sogar ja noch ein bisschen Platz wieder nach unten hätten in der Korrektur in vielen Märkten aktuell. In diesem Sinne alles Gute.